Hey Freunde, ich zeige euch einmal mein Setup bzw. den Aufbau von meinem 2x2 Meter Terrarium. Und zwar haben wir hier 14 OSB-Platten, 2 Meter mal 60. Das Ganze mit Holzbalken, das Ganze mit 5 solcher Glocken, 3x Hitze, 2x UV, ja, dann ein bisschen Werkzeug und ein bisschen Grünzeug, Teichfolie und einen Teich. Und das Ganze wird hier aufgebaut. Ich filme das gerade mit Weitwinkel, das ist normal, das ist Weitwinkel. Also dieser Raum hier, das sind 4 Meter und ungefähr die Hälfte. So breit wird das Ganze sein. Das baue ich jetzt auf und ich nehme euch dabei mit und zeige euch den ersten Step gleich. So, also ein bisschen was haben wir ja schon zusammengebaut. Der nächste große Step ist halt Wände hochziehen, alles zusammenbauen und dann geht es halt ans Coole, die Einrichtung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Unterseite zusammen und eine Sache hier dran, eine Wand. Ihr seht schon 2 Meter hoch. Ja, ich wackel mal dran. Es ist ein bisschen wackelig noch, aber wenn alles zusammengebaut ist, passt das. Hier kommt ja dann noch eine Teichfolie rein und Erde. Ich gehe jetzt mal in Ultra-Weitwinkel-Modus. So, hier sind wir so weit jetzt bei dem Terrarium, dass alles so weit steht, bis auf die Vorderfront. Da oben kommt noch das Ding hin. Hier unten haben wir das schon. Plus Führungsschiene direkt hinter 2 verschraubten Balken und mit... Da vorne haben wir es liegen mit Montagekleber festgemacht. Also das härtet jetzt nochmal aus, dann kommt das Glas rein. So, schauen wir uns das mal an. Wir haben hier einen Bodengrund von Tonkügelchen, 2 Säcke voll auf 2 Meter mal 1,20 Bodengrund. Das haben wir komplett ausgefüllt. Dann darauf ein bisschen Erde, was ich noch hatte. Dann darauf Kokoshumus, diese Bricks, diese Ziegel. Hier sind roundabout 50 Liter Kokoshumus noch drin. Dann darüber noch Pinienerde, Pflanze und ja, Hölzer kommen gleich auch noch rein, beziehungsweise im Nachgang. Und der Teich wird noch befüllt, bisschen mehr Pflanzen rein und dann die Lampen. Und dann die Tiere und die hole ich auch schon übermorgen. Schaut euch das an. Hier im Weitwinkelmodus, damit ihr auch alles erkennt. Ansonsten, naja, wäre es so dicht. So sieht's aus. Hier oben ist auf jeden Fall noch Platz. Und ich krieg morgen Korkröhren. Die sind ein bisschen besser zu platzieren als diese großen Stämme. Die habe ich dann teils hier auch wirklich festgemacht mit Schrauben, Kabelbindern. Und ja, wie gesagt, in der Höhe hier ist noch auf jeden Fall Spielraum. Hier ist ja noch nicht alles besetzt. Hier kommt die Lampe ein bisschen tiefer. Da ein bisschen höher, also die Wärmelampen, UV sowieso, das wird morgen alles noch schnell gemacht, die Lampen und die weiteren Hölzer und Einrichtungen. Und dann kommen morgen Abend die Tiere rein. So, sieht schon ein bisschen voller aus. Ich war vorhin die Echsen abholen und bei meinem Freund Lukas, er hat mir ordentlich Kork und Fake-Pflanzen, also Kunstpflanzen, ausgeliehen. Die habe ich hier auch mega gut unterbringen können. Hier habe ich mit Absicht ein bisschen Platz gelassen, weil ich da halt hinsteigen muss, auch öfter mal. Hier im Teich kommt noch ein bisschen mehr Wasser eben rein, die Gießkanne läuft. Und hier haben wir dann einmal 3 Sonnenspots mit Wärme und einmal 2 Sonnenspots mit UV. UV jeweils 1, 2 und 1, 2, 3 Wärme. Joa, gleich kommen die Echsen rein und ich hoffe, ihr seid gespannt. Das ist Häutung am Schwanz, ne? Ja. Okay. Ja, die sind recht schreckhaft am Anfang. Der wird ja im Nachhinein checken, dass er über die Stämme raufkommt. Ja. Hier, jetzt das Weibchen hier unten. So, und hier sind wir nochmal ein paar Monate später in dem Segelechsen-Terrarium, was ich eben gerade gezeigt und eingerichtet habe. Ich habe jetzt hier gerade temporär nur 4 Lampen. Ich habe mir da eine weggenommen, eine Glocke. Sobald ich hier reingehe, sind die natürlich ein bisschen schreckhafter vielleicht. Ein bisschen dicht komme ich ran. Also das war kaum zu glauben, dass ich vor
ja, bis vor kurzem meine Hand hier hinhalten kann. Wenn ich jetzt irgendwelche Arbeiten mache oder hier jetzt irgendwo beschäftigt bin, so dann beißen die nicht und die hauen auch jetzt nicht ab. Aber wenn ich jetzt halt mit der Hand direkt hingehe, sind die natürlich ein bisschen verunsichert. Aber sobald es Essen gibt, ja, sind wir alle drei beste Freunde. Ich gehe jetzt mal wieder raus. So. Ich zeige gleich nochmal ein paar Aufnahmen, die ich schon mal gemacht hatte, wo man ganz gut die Tiere fressen sieht. Das ist das Pärchen. So, dieses Terrarium habe ich vorher schon mal fertig gebaut. Da waren eigentlich Stirnlappenbasiliske drinne, habe ich jetzt aber bei mir selber umgetauscht und habe das jetzt für diesen hier genommen. Das ist auch eine Segelechse. Ich gehe mal wieder in den normalen Modus vom Zoom. Hydrosaurus celebensis. Auch ein sehr, sehr bulliges Tier. Ein bisschen zutraulicher als meine anderen Segelechsen, aber trotzdem, ja, habe ich nicht Schiss vor ihm, aber Respekt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, aber auch gefährliches Tier. Müsste man echt sehr aufpassen. Wenn der einen Finger beißt, dann könnte der schon halb abknicken, sage ich mal. Also wenn das der Finger wäre, dann wäre er weg. Zum Glück behalte ich die Banane hier in diesem. Ja, da schütze ich meine Finger mit hier, mit dem, was davor ist. Krass. Wie kann man die Zähne sehen?